willkommen heute bei unserem Format Naturmedizin. Ich habe den Dr. Probst heute hier. Seit 40 Jahren Arzt, Autor, ein unglaubliches Wissen und Erfahrung, weil er einfach unglaublich vielen Menschen schon geholfen hat auf dem Weg in die Gesundheit. Und das ist auch unser Thema heute. Und wo fängt der Tod an? Im Darm. Im Darm, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, vor allen Dingen für diejenigen, die unter Folgen von Darmproblemen leiden, die dann sich in Allergien aufzeigen können und Müdigkeit und Antriebslosigkeit, vielleicht auch Depression, weil der Darm hat eben auch seine Wirkung auf die Psyche. Und dieses ganz spannende, große Thema möchte ich heute mit meinem Gast besprechen. Hallo, Herr Dr. Probst. Vielen Dank, Frau Klein. Ja, ich habe gleich mal ein direktes Fallbeispiel. Ja, jetzt habe ich eine Kundin gehabt, die hatte Histaminintoleranz, die hat Leberprobleme, auch Müdigkeit, Gelenkschmerzen, also so ein Rundum-Paket an Diagnosen. Die hat auch zu Hause so einen riesen Wälzer mit Blutwerten und Analysen und keiner kann ihnen ihr helfen. Und jetzt mal so als gut, jetzt haben Sie die Person nicht vor sich, aber jetzt so von den Daten mal, wo würden Sie sagen, könnte da schon mal die Ursache liegen bei dem ganzen Desaster? Ja, das ist eben dieses Krankheitsmodell, was ja viele inzwischen auch schon übernommen haben, viele Therapeuten, dass man den Menschen so auffasst wie so eine Art besserer Mülleimer, der mehr und mehr werden da untaugliche Substanzen hineingestopft und irgendwann läuft die Klärgrube nicht nur voll, sondern sie läuft über. Und das ist ja eben genau das Entscheidende, dass wir eine andere Art, eine andere Auffassung von Krankheit und Gesundheit entwickeln. Nämlich, dass wir entdecken, gut, das Überlaufen von der Klärgrube Mensch, das wird etikettiert als Krankheit. Mhm. Wo dann die Krankheit sich konkret äußert, der eine hat mit dem Herzproblem, der andere mit den Knien, der dritte mit der Leber oder wie auch immer, oder eben diese Dame, die jetzt hier Müdigkeit und ähnliche Symptome hat, das entspricht nachher wie bei einer Kette, an der das schwächste Glied nachgibt. Mhm. Das kann eben die Leber, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen oder die Lunge. Das ist ja das Kontaktorgan. Wenn mich alle Menschen aufregen, alle sind blöd, nur ich bin gut. Dummerweise nicht, wenn wir auf jemanden zeigen. Ja. Drei Finger weisen ja dann auf uns zurück. Also wie gesagt, das sind alles solche psychosomatischen Zusammenhänge. Also ich glaube, dass generell die gesamte Medizin meiner Meinung nach in einem Irrweg sich befindet, weil immer mehr Laborbefunde kommen. Dieses Phänomen kenne ich auch von meinen Patienten. Die kommen mit einem dicken Leitsordner meistens. Manche haben sogar die Stirn, legen wir den Leitsordner auf den Schreibtisch. Herr Doktor, das ist mein Leben. Also muss man das hinfahren. Also wenn das Ihr Leben ist, also dann gute Nacht, ja. Sondern dass wir einfach, wenn wir dieses Klärgrubenmodell nochmal ernst nehmen, nicht, was machen Sie, wenn das Waschbecken überläuft, dann machen Sie auch den Wasserhahn erstmal zu. Also sprich, mhm, das, was schon in den alten Pyramiden steht, Fasten. Krankheit, Fasten. Bei den Kindern, wie gesagt, kann man das wunderbar beobachten. Die Kinder fühlen sich ein bisschen knatschig, die wollen nichts essen. Wie lang? Ein Tag, zwei Tage, eine Woche, wissen wir nicht. Wenn es ganz schlimm kommt, dann entwickeln die Kinder auch noch Fieber. Halleluja, das Beste, was wir machen können. Also Sie merken schon, immer etwa 180 Grad das Gegenteil von dem machen, was uns die Schulmedizin empfiehlt. Du hast Husten, brauchst einen Hustenblocker, hast Durchfall, brauchst ein darmlähmendes Mittel, du hast fiebersenkendes Mittel. Du hast Krankheiten, jetzt muss ich erstmal natürlich 1000 Laborbefunde machen. Das ist alles Mumpitz, sondern fang an, mit dir selber ein liebevolles Verhältnis zu haben. Fang an, einfach vielleicht zu fasten. Einfach ein, zwei Tage. Wir wissen es nicht, was der Körper da im Einzelnen hat. Überhaupt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn die Menschen, viele sind ja mit diesen Zahlen und Figuren so hypnotisiert, ja, dass wir einfach mal uns überlegen, was wissen wir eigentlich? Denn wir gerade als Ärzte, die ganze Wissenschaft, sogenannte Wissenschaft, die bauen ja einen unheimlichen Popanz auf, was es alles für tolle technische Untersuchungen gibt. Aber im Grunde genommen wissen wir gar nichts. Eine ganz einfache Sache vielleicht für unsere Zuschauer. Sie kennen das sicherlich schon und haben da keine Probleme. Aber nehmen wir mal an, wir haben also etwa 5 Liter Blut. Wir haben pro Kubikmillimeter Blut, also 1 Millimeter mal 1 Millimeter mal 1 Millimeter, haben wir 5 Millionen rote Blutkörperchen. Und die mittlere Lebenserwartung sind 120 Tage von so einem roten Blutkörperchen.
Mit diesen drei Zahlen können Sie ganz leicht ausrechnen, dass ich in jeder Sekunde, die wir jetzt hier miteinander sitzen und reden, sterben etwa 2 Millionen rote Blutkörperchen. Und die müssen natürlich in Realzeit auch ersetzt werden. Das ist 1.995.555, die sterben. Dann müssen natürlich diese 1.955.555 ersetzt werden. Also wer organisiert das? Das werden wir nie erfahren. Wir werden nie erfahren, wenn Sie sich überlegen, in jeder Zelle, da sind geschätzt 100.000 chemische, biochemische Prozesse, die in jeder Sekunde stattfinden. Wer koordiniert das? Wie läuft das nicht? Da muss jetzt hier was synthetisiert werden, da wird Energie, da wird ein Hormon gemacht. Also wir wissen gar nichts. Deswegen, ich persönlich seit über 40 Jahren glaube nicht mehr an diese ganzen technischen Möglichkeiten, sondern ich glaube an das, was schon Hippokrates gesagt hat. Unsere Nahrung soll unser Heilmittel sein, lebendige Nahrung. Nicht, wenn Sie jetzt in den Supermarkt gehen, 99,9% ist essbarer Müll. Alles, was sich außerhalb des Kühlschranks länger als eine Woche hält, ohne kaputt zu gehen, da wissen Sie, das ist essbarer Müll. Ja. Punkt, aus. Auch dazu nochmal eine Frage, weil es gibt ja gerade bei den Darmgeschichten, die wir hier in Deutschland doch sehr verbreitet haben, kann auch am Vitamin D-Mangel liegen, aber hauptsächlich sicherlich auch an der Ernährungsform, viel Getreide, entzündungsfördernde Prozesse werden da angekurbelt und dadurch entstehen eben auch Geschichten wie Morbus Crohn, Leaky Gut-Syndrom, ja, durchlässiger Darm. Jetzt gibt's die eine Sparte, die behauptet, das wäre unheilbar und müsste ein Leben lang medikamentös behandelt werden und dann begegnen mir auch wie immer wieder Menschen, die sagen, ich habe die Ernährung umgestellt, ich habe ein paar Werkzeuge berücksichtigt und mein Darm hat sich in einem halben Jahr regeneriert. Also das würde ja genau dafür sprechen, genau, dass unser Körper in einer unglaublichen Geschwindigkeit in der Lage ist, den Schaden, den wir über Jahre hinweg angerichtet haben, zu regenerieren. Das ist ja wie ein Wunder. Und absolut, ja. Ja, wie sehen Sie das? Also diese Reparaturprozesse. Und zwar, man kann sagen, das ist ein Zeitraffer, auch sehr schön. Viele Patienten, die sich so genauer beobachten, gerade die Frauen sind ja da viel qualifizierter als die Männer, die berichten einem dann, zum Beispiel, die hatten vielleicht mit 10 Jahren hatten die eine Leberentzündung oder irgendetwas. Die laufen dann in der Zeit rückwärts, sie machen die Ernährungsumstellung, Rohkost, 80% Rohkost sollten wir mindestens essen, pflanzliche Rohkost. Vielleicht ein kurzes Fasten und dann innerhalb von einigen Tagen bis Wochen bekommen die plötzlich diese Leberbeschwerden und wissen, ach, das war genau damals, dass ich 10 Jahre alt war. Und mit 5 Jahren hatten sie vielleicht irgendeine andere Erkrankung. Wir laufen dann in der Zeit rückwärts und im Zeitraffer kommt alles wieder wird nochmal diese Erstverschlimmerung und im Zeitraffer. Also haben sie vielleicht mit der Leber 1 Monat damals rumgedoktert, dann kriegen sie jetzt 1 Tag lang Leberschmerzen und genau dieselben Symptome, Gelbfärbung und so weiter. Da darf man nicht in Panik geraten, sondern abwarten und sehr schnell werden die Leute dann wieder gesund. Also wie gesagt, Ernährungsumstellung ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann das Zweite ist ganz wichtig, das Körpermilieu. Das habe ich auch in meinen Büchern sehr genau beschrieben. Das Körpermilieu wird durch 2 Parameter insbesondere bestimmt. Das muss nämlich verbessert werden. Das eine, was wir schon seit über 20 Jahren kennen, das hat der Amerikaner Robert Young mit dem pH-Wert bestimmt, also von 0 bis 7 pH-Wert bedeutet Säure, das ist nicht so gut, da kann Krankheit entstehen. Wir müssen unbedingt die Säure puffern, sodass wir in den alkalischen Bereich kommen. Das ist der eine Parameter. Und der zweite Parameter, den ich wieder entdecken durfte, der auch schon eigentlich uralt ist, also nicht Wissenschaft ist und bleibt, was einer ab vom anderen schreibt. Allerdings wussten das die Alten noch nicht, aber schon die alten Ärzte, vor allem Paracelsus, also etwa vor 500 Jahren, hat das auch nach diesem Prinzip gearbeitet. Wir müssen irgendwie in den Körper Elektronen einführen. Der chemische Begriff dafür ist das sogenannte Redoxpotential. Mhm. Sie haben schon gehört von dem sogenannten oxidativen Stress. Ja. Oxidativer Stress bedeutet Mangel an Elektronen, das ist ungesund. Wir müssen den Körper fluten mit Elektronen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nummer 1, nicht die Erde ist ein Kugelkondensator mit unzähligen Elektronen. Deswegen, wenn wir mal am Meeresstrand barfuß laufen, dann strömen über die Fußsohlen diese negativ geladenen Elektronen in den Körper. Und das ist einfach etwas Gesundes. Geht auch bei den Deutschen in dem Wald. Genau, ja, oder also wenn Gewitter war, in der Natur. Dann atmen sie die, das merkt man, diese frische Luft, was wir da so als frische Luft bezeichnen. Das sind diese negativ geladenen Elektronen, die in der Luft schweben, die wir einatmen und die dann über die Lunge in den Körper hineingefügt werden. Und das nebenbei bemerkt ist auch das Geheimnis der Rohkost. Rohkost ist ein unglaublich starker Elektronen.
Donator. Das heißt, wenn Sie Rohkost essen, nicht der alte Spruch, roh macht froh, dann fühlt man sich beschwingt. Was mache ich jetzt mit den Patienten, die durch einen bereits geschädigten oder in Mitleidenschaft gezogenen Darm infolge von Rohkost erstmal Probleme haben? Gehe ich da durch mit der Rohkost und sage, Ja, das ist ja eben der Trick, was ich ja versuche zu erklären. Ich glaube, dass wir von Grund auf total auf dem Holzweg sind. Mhm. Schon allein das Krankheitskonzept. Das Krankheitskonzept geht ja davon aus, du hast jetzt Fieber, das ist irgendein Krankheitszeichen. Nein, das ist ein Zeichen für Genesung. Dein Körper möchte was machen. Das können Sie wunderbar bei Ihren Kindern, immer die Mütter mit ihren Kindern. Wer ein bisschen Intelligenz hat, kann das sofort nachempfinden und nachüberprüfen. Also das Kind, das kommt aus der Schule um 12 Uhr, alles im grünen Bereich. Um 3 Uhr Nachmittag hat es 40 Grad Fieber. Mhm. Also morgen musst du zu Hause bleiben. Nein, heute Abend, wenn Sie nichts machen als kluge Mutter, kein Paracetamol geben und diesen ganzen Müll, Ibuprofen und Diclofenac und so weiter. Lassen Sie das Fieber 40, Halleluja, mit jedem Grad Temperatursteigerung haben Sie doppelt so viel Power. Also, und dann um 6 Uhr abends ist das Kind schon wieder gesund. Das geht ganz schnell hoch, ganz schnell runter. Wenn wir unsere Schmuddelfinger als Ärzte oder als Mutter oder Väter auch da hineingeben und geben dem Kind irgendein Mittel und unterbrechen diese Dynamik, wie die im Einzelnen abläuft, was da abläuft, wissen wir nicht. Interessiert mich auch nicht. Ich weiß nur, dass die Natur nichts falsch macht. Also ich sehe es ja aus der biblischen Sicht. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3, da steht geschrieben, alles hat uns die göttliche Gnade gegeben, dass wir wunderbar leben können. Lassen wir die Schmuddelfinger. Das Kind wird dann um 6 Uhr ist es gesund. Am nächsten Tag geht es wieder in die Schule. Alles im grünen Bereich. Irgendwann wird es wieder vielleicht Fieber bekommen. Ich weiß es nicht. Deswegen ist es so wichtig, wir müssen umdenken. Umdenken bedeutet, dass wir nicht dauernd uns in Panik versetzen lassen, nicht akut mit der Corona und so weiter, sondern dass wir der Natur freien Lauf lassen. Und dann werden wir ganz schnell zum Beispiel im Darm, weil Sie es angesprochen haben mit dem Durchfall. Ja. Halleluja, das ist ein Zeichen, der Körper möchte jetzt erstmal den Dreck, der sich manchmal über Jahrzehnte angesammelt hat, loswerden. Meine Patienten berichten mir das, die kommen manche nicht mal 2, 3, 4 Wochen kommen die nicht von der Toilette runter. Das muss fürchterlich sein. Immer wieder berichten mir, zum Glück nicht sehr häufig, aber es gibt immer vor allem die Frauen, die sind ja da irgendwie viel sensibler. Dann kommt es unten raus und oben raus. Natürlich, da ist ein Teil immer auf der Erde. Ja? Das kann also dramatisch dann sein. Aber das ist nicht ein Unfall oder was Schlimmes. Nein, Halleluja, je mehr das so wie Schulden tilgen. Ja. Das ist kein Grund zur Panik, sondern ein Grund zur Freude. Ich habe den Menschen immer bisher gesagt, ihr müsst euch vorstellen, 8 Meter Darm habt ihr voll gemüllt über Jahre und die Rohkost ist jetzt wie im Schwäbischen eine Kehrwoche. So und dann wird halt alles raus katapultiert. Alles kommt raus, das ist ganz wichtig. Und deswegen auch diese Ängste, das ist ja eben das, was ich auch den Patienten immer versuche klarzumachen. Alles, was jetzt geschieht, geschieht zu ihrem Besten. Das muss den Leuten ganz glasklar werden, dass wir in die Angstfreiheit kommen. Und als nächster Schritt kommt dann auch die Gelassenheit auch gegenüber den Wechselfällen des Lebens. Ganz, ganz wichtig. Es ist ein Schulungsweg. Und ein Mosaikbausteinchen ist eben die körperliche Gesundheit und die Darmgesundheit. Wenn ich jetzt aber doch mal einen Extremfall habe, also wirklich Blutungen und ich möchte einfach den Körper noch zusätzlich unterstützen mit Produkten aus der Natur. Gibt es da irgendwas, wo man sagt, okay, das ist besonders dafür bekannt als Wirkstoff, damit die Darmwände sich wieder aufbauen können, gerade bei einem durchlässigen Darm wie Leaky Gut? Da wird ja schulmedizinisch keine Lösung wirklich gegeben. Aber was habe ich aus der Natur? Also klar, Rohkost, aber gibt es noch einen Unterstützer? Ja, also der wichtigste Unterstützer ist Gesäuertes. Zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi, wir kennen das ja nicht, die Japaner oder die Koreaner, die haben ja weltweit die besten Lebenserwartungen und auch die beste Gesundheit. Und das kommt von diesem Gesäuerten, das ist ganz klar. Und man kann es dann eben, indem man diese bestimmten Produkte, auch Fermentationsprodukte, in einem eigenen Präparat kombiniert und den Menschen gibt, kann man ganz verblüffende und rasche Heilungserfolge erzielen. Das habe ich auch in meinen Büchern genau Schritt für Schritt anhand von vielen Abbildungen auch dargestellt. Und können wir jetzt in der Kürze der Zeit nicht im Detail besprechen. Vor allem aber die letzten 3 Bücher, nicht warum die Natur uns heilen kann, warum der natürliche Weg zur Heilung und Gesundheit und Energieschub aus dem Meer. Da habe ich sehr viel uralte, aber auch moderne Ergebnisse,
zusammengestellt, die sofort einleuchtend sind, warum wir damit gesund werden müssen. Das ist einfach gesetzmäßig. Mir ist ganz wichtig, dieses Zufallsprinzip, naja, das könnte wirken oder nicht wirken, das ist dummes Zeug. Die Natur arbeitet gesetzmäßig. Es gibt da keinen Zufall. Das ist der berühmte, nicht Jacques Monod, Zufall und Notwendigkeit. Ganz wichtig, dass wir das philosophisch erkennen. Es geht hier nicht um Spekulation, sondern in den 42 Jahren, die ich nun beruflich tätig gewesen bin und in meine Klinik kamen, die Menschen aus der ganzen Welt, gerade mit Krebs, auch AIDS-Patienten. Ich habe eine Reihe von AIDS-Patientinnen, die haben gesunde Kinder, die haben ungeschützten Umgang mit ihrem Partner. Das Kind ist gesund, der Partner wird nicht angesteckt und sie sind HIV-positiv. Die werden erst dann krank, genauso die ganzen Hepatitis B, Hepatitis C, ja, die sind gesund. Erst wenn sie dann diese verdammten antiviralen Medikamente nehmen, dann werden sie krank. Also wenn wir da anfangen, dann werden wir wahnsinnig. Nochmal zu dem, wenn die Zuschauer jetzt doch ihren, wir haben ja das Thema Darm reparieren wollen, gibt es da eine Quelle, wo sie mal sich ein bisschen mit dem Spektrum, was es da gibt, an Lösungsmöglichkeiten auseinandersetzen können? Haben Sie da eine Internetseite oder irgendwas? Ja, also ich habe eben unter meiner Internetseite www.dr-probst.com oder von der Firma Telomit, mit der gemeinsam ich da auch einige Produkte entwickelt habe, die auch meine Bücher verlegen, nebenbei bemerkt, unter Telomit, T-E-L-O-M-I-T.com, Telomit.com. Okay. Und da ist auch sehr reichhaltig auch die Begründung, auch die wissenschaftlich fundierten und abgesicherten Ergebnisse, warum tatsächlich eine Heilung möglich ist, eine Besserung möglich ist und wie das logisch nachvollziehbar eben sofort jedem wie Schuppen vor den Augen fallen kann. Jetzt habe ich noch eine Frage, gerade bei dem Thema, wir wissen ja, dass gesunde Ernährung, Rohkost, wenn wir das umgestellt haben, wir auch eine Art Entzug durchmachen. Ja? Wir müssen uns entziehen dem Zucker und dem Getreide. Was ist aus Ihrer Sicht da drinnen, dass wir wirklich wie so einen Drogenentzug verspüren mit Migräne und Aggression zum Beispiel? Ja, das ist hochspannend. Also da gab es an der Universität Frankfurt den Professor Möller, das war ein Psychiater, ist inzwischen schon verstorben. Der hat das sehr schön in einem Buch dargestellt. Also wir leben ja da erstmal 9 Monate da völlig beschützt und versorgt. Und dann werden wir natürlich rausgeschmissen, also die erste Katastrophe in unserem Leben. Dann bekommen wir die Mutterbrust, das ist ja auch schon mal was, aber dann werden wir irgendwann entwöhnt, das ist also die zweite Vertreibung aus dem Paradies, wenn Sie so wollen, und dann bekommen wir dieses weiche, milchige, pampige, die ganzen Breie, und wenn Sie das natürlich jetzt den Menschen wegnehmen, also nicht das Brot, ist ja der typische Repräsentant, dann ist praktisch die dritte Vertreibung aus dem Paradies, und deswegen kriegen viele Menschen diese Kurve nicht, dass sie tatsächlich eben von Getreiden Abstand halten. Und gerade die Getreide, das habe ich auch in einem meiner Bücher in einem eigenen Kapitel ganz detailliert anhand von unzähligen wissenschaftlichen Studien dargestellt. Die sind hochgradig addiktiv. Nach der WHO-Klassifikation sind die Getreide Weizenkeimagglutinine vergleichbar mit Heroin und mit Kokain. Das ist eine echte Suchtproblematik. Und deswegen habe ich jetzt die Geschichte da von dem Professor Möller erzählt, weil nicht Rumpelstilzchen, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. In dem Moment, wenn wir das tatsächlich mal verstanden haben, was da passiert, kommen wir auch viel leichter weg von diesen Suchtproblematiken insgesamt. Ja. Und wenn wir eine Sucht besiegt haben, dann gehen auch die anderen Süchte weg. Das ist wunderbar zu beobachten. Jetzt setze ich natürlich mit der Empfehlung, in Deutschland gibt oder auch in der Schweiz gibt es natürlich Empfehlungen, wie wir unsere Kinder ernähren sollen. Daran hält sich dann die Mutter dementsprechend. Jetzt aus meiner Erfahrung werden immer Getreidepreis empfohlen. Was habe ich denn als Mutter jetzt für eine Möglichkeit zu sagen, was gebe ich meinem Kind zum Frühstück oder zum, also klar, mittags kann ich dann Gemüse geben, aber dieser Milchgetreidebrei, der immer noch propagiert wird und der jetzt aus der Sicht natürlich eine Oberkatastrophe wäre für die ganze Verdauung, für den Darm, für die Psyche, für die Entzündungen, was habe ich denn da für ein Frühstück? Was könnte ich denn Ja, das ist also hochspannend. Ich erinnere mich, das war die Leiterin des Kindergartens, wo meine Kinder da auch gingen, wo ich da meine Klinik hatte. Und die war die Tochter eines Bäckers, hatte chronisch Neurodermitis, war grauenhaft. Und die hat mich fast gesteinigt, als ich ihr sagte, lassen Sie Getreide weg. Aber die hatte Leidensdruck, die hat dann auch keinen Mann bekommen und so weiter. Und dann hat sie wohl oder übel hat sie das gemacht, wurde natürlich sofort gesund innerhalb von wenigen Wochen und hat das dann, die war die Leiterin des Kindergartens und hat dann den Kindern empfohlen, also
Keine Getreideprodukte durften genommen werden. Alle Kinder pumpel gesund, den ganzen Aber was haben die gefrühstückt? Ein Stückchen Obst, ein Stückchen Obst. Obst, eine Gurke, Tomate, ist ja egal. Auf jeden Fall keine Getreideprodukte. Okay. Die Kinder wurden alle gesund und dann, ein halbes Jahr später, wurde sie dann als Leiterin gefeuert. Und jetzt gibt es natürlich im Kindergarten wieder dieses Wurstbrötchen und solche Dinge. Also wir leben in ganz heißen Zeiten und die Frage des Leidensdrucks. Wenn ich genügend Leidensdruck habe, dann mache ich alles. Ich weiß nur gerade, weil Sie vorhin erwähnten, Morbus Crohn, das war ein junger Mann, 25, dem sollte der Dickdarm rausgebaut werden. Ging nichts mehr, peng aus. Natürlich ist er gesund geworden. Und dann hat das Men's Health, gibt es doch dieses Magazin, die haben das spitz bekommen und dann haben sie mir einen Journalisten geschickt und dann wurde der dann auch im Men's Health abgebildet. Und dann kam von über diesen Artikel in Men's Health kamen etwa 35 bis 40 Morbus-Crohn-Patienten. Bis auf 2, 3 sind natürlich alle gesund geworden. Das heißt, es funktioniert, was ich ja immer sage, es ist gesetzmäßig. Also es geht jetzt nicht um Spekulation. Es könnte so, es könnte auch anders sein. Nein, wenn wir uns den Gesetzen Gottes, den Gesetzen der Ernährung unterwerfen und anfangen, und das habe ich in den Büchern anhand von vielen Abbildungen Punkt für Punkt und anhand der wissenschaftlichen Primärliteratur Punkt für Punkt dargestellt. Wenn wir das machen, dann bleibt Gesundheit und zwar gesetzmäßig als der Normalzustand übrig. Darum geht es. Ja, sehr interessant. Beim Abschluss jetzt nochmal beim Thema Darm. Wir hatten ja auch mal das Thema Vitamin D, was ja wiederum den Aufbau unterstützt. Gibt es noch irgendeinen Wirkstoff, der jetzt die Darmwände wirklich, also Sauerkraut haben wir gehört, das stärkt die Darmwände noch, aber wenn ich den Reparaturprozess, war da nicht auch Schwefelthema? Kann ich damit ja, auch? Ja, das, was ich ja sagte. Also es gibt jetzt, es geht um Elektrodonatoren. Das und wäre der Schwefelauftrag. Der Schwefelgold konkret, das ist ein Präparat, in dem 5 mächtige Elektronendonatoren vereinigt sind. Okay. Und damit wird das Redoxpotenzial gesenkt. Und dadurch kommt dann der Körper, wenn beides dann eben harmonisiert wird, dann kommen wir in den sogenannten reduktiv-basischen Bereich. Also basisch, das heißt wenig Protonen. Und Reduktion bedeutet viele Elektronen. Das gesunde Körpermilieu, auch das gesunde Darmmilieu, zeichnet sich durch viele Elektronen und wenig Protonen aus. Da müssen wir hinkommen. Berichten ja aber einige Leute, wenn sie solche Schwefelgeschichten machen, dass sie unangenehm riechen. Ist es dann da auch das? Das war eben genau der Grund, warum wir das Schwefelgold entwickelt haben. Denn früher, das ist auch nicht Wissenschaft ist und bleibt, was einer ab vom anderen schreibt, das hat eben schon Paracelsus vor 500 Jahren gemacht. Übrigens hochspannend. Wenn Sie den Lebenslauf von Paracelsus mal angucken, der kam ja von der Schweiz über Basel, dann Freiburg, dann Karlsruhe, Stuttgart, Ulm bis Augsburg. Überall hat er dann mit Schwefel die Leute geheilt und dann gab es natürlich die Revolution der Ärzte und dann musste er den Ort verlassen und dann ist er dann halt 50 Kilometer weitergegangen. Also hochspannend, das müssen Sie mal auf der Landkarte angucken, lass dich kaputt. So, und das ist natürlich das Problem. Also viele Frauen gerade kommen mit dem Schwefel nicht zurecht, weil das ist ein vulkanisches Element, auch die Geruchsentwicklung ist grauenhaft die ersten Wochen. Und das ist alles jetzt in diesem wunderbaren Schwefelgold eben harmonisiert. Sie haben dieselbe, sogar eine stärkere Wirkung, aber ohne die Nebenwirkung, ohne vor allem die Geruchsbelastung. Also eigentlich das Nonplusultra, kann man sagen. Ja. Also könnte ich dann abschließend sagen, wenn der Darm in Ordnung ist, gehen meine chronischen Schmerzen, können sich dann verabschieden. Ja. Und was ich auch noch mal von Ihnen gelernt hatte, war wirklich, der Stuhlgang muss dann geruchslos sein. Ja, das ist ganz wichtig. Und Sie brauchen kein Toilettenpapier. Es schmiert nicht auf der Schüssel und es schmiert auch nicht am Körper. Also sicher, so wie bei den Kühen, das ist ja so eingewickelt in so eine feine Feuchtigkeitsfolie. Mhm. Also Sie brauchen ein Toilettenpapier, um ein bisschen die Feuchtigkeit abzutupfen, aber es schmiert nicht. Ein ganz wichtiger Punkt. Und also vielleicht kann man das mit Hippokrates zum Schluss auch noch zusammenfassen. Also vor 2.500 Jahren, der berühmte Satz, Darm gesund, Kern gesund, Darm krank, Mensch krank. Jetzt haben wir das ja bei unseren, nur abschließend kurz, bei den Kindern auch noch dieses Thema, dass auch mal der Stuhlgang sehr unangenehm riecht, auch bei den Jugendlichen. Klar, die essen, das kann man als Mutter nicht immer alles kontrollieren. Könnte ich dieses Produkt auch den Kindern geben? Ja, natürlich, ohne Probleme. Das ist ja das Geniale. Mit Schwefel ist es etwas problematischer, auch gerade bei Kindern und bei Frauen. Aber da haben wir diese Nebenwirkung nicht, Gott sei Dank. Okay, super.
wieder hochspannend, das Gespräch mit Ihnen heute. Vielen Dank, dass Sie da sind und da waren. Ich freue mich auf weitere Interviews mit Ihnen. Ich auch. Und ja, liebe Zuschauer, heute nochmal einen tollen Einblick in die Tiefen des Darms bekommen und die Möglichkeiten aus der Natur, den Darm wieder auf Vordermann zu bekommen und dadurch dann eben auch viele Folgeerkrankungen, Entzündungen und auch Schmerzen vielleicht auch in den Griff zu bekommen. Wie gesagt, schauen Sie einfach, bleiben Sie wach, nehmen Sie sich aus jedem Vortrag raus, was Sie anspricht und probieren Sie aus. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und hoffe, Sie konnten heute einiges für sich mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Auf Wiedersehen.